Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei Northern Delight on Technik und Lifestyle Channel. Heute möchte ich euch das Lightning Mount von PhotoFast vorstellen und wozu das gut ist, das zeigen wir euch gleich mal. Das heutige Review wird für all diejenigen interessant sein, die eine 30-Pin Docking Station zu Hause haben, die ja für die alten Apple-Geräte total gut war, aber die sich jetzt ein neues iDevice zulegen wollen und ihre alte, heiß geliebte und wahrscheinlich auch teure 30-Pin Docking Station nicht gleich entsorgen wollen. Das, was Apple uns anbietet, ist dieser kleine 30-Pin zu Lightning Adapter. Und wenn wir den in die Docking Station setzen und dann mal eines der neuen Geräte darauf setzen, dann sehen wir gleich, dass das wirklich keine tolle Idee ist. Das Ganze ist wackelig hier zu sehen, schon mal beim iPod Touch. Wenn wir denn jetzt aber auch noch das iPad Mini da mal drauf setzen, dann wird das Ganze schon richtig gefährlich. Und ich möchte nicht so gerne meine Hand jetzt loslassen, denn das gibt wahrscheinlich Bruch bei der Docking Station oder wahrscheinlich auch beim iPad. Lassen wir das Ganze an auf Lightning Adapter von Apple einfach solo zu benutzen, ist also keine so gute Idee, zumindest bei den meisten Docking Stations nicht. Und es sieht auch nicht wirklich toll aus. Jetzt kommt der Lightning Mount von PhotoFast ins Spiel. Und in dieser Verpackung, könnt ihr sehen, sind zwei Stück davon vorhanden, weil man ja vielleicht auch nicht nur eine Docking Station hat. Und der Lightning Mount dient dazu, eine stabile Verbindung zwischen dem Adapter von Apple und eurem iDevice zu schaffen. Und das Schöne daran ist, die Docking Stations sind in der Regel genormt und somit passt dieser Mount auf viele Geräte. Getestet wurde es zum Beispiel mit Altec, Lansing, Bose, Edifier, iHome, JBA, JVC, Logitech, Panasonic, Pioneer, Philips, Sony, Yamaha und heute hier von uns mit dem Horizontal 51. Und wie das Ganze jetzt in Aktion aussieht, das zeigen wir euch einfach mal in der Nahaufnahme. Ja, eine einfache, aber tolle Idee, die PhotoFast da mit dem Lightning Mount hatte. Sagt uns eure Meinung dazu. Würdet ihr das auch so benutzen oder würdet ihr euch schlichtweg eine neue Docking Station kaufen, wenn ihr euch ein neues iPhone oder einen neuen iPod zulegt? Eure Meinung interessiert uns wie immer. Gebt uns eure Kommentare hier unten unterm Video oder bei uns im Blog bei den Kommentaren. Dort findet ihr auch weitere Informationen, alle Links zu diesem Produkt und noch viele, viele weitere Fotos mehr. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage für heute Tschüss, euer Holger.